Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag CPAN Lesen. Mein Name ist Max Maischein und ich freue mich auch, heute noch einen zweiten Vortrag euch halten zu dürfen. There don't seem to be any English speakers. Well, Mark understands German. also die Slides sind auf Englisch, aber die deutsche Version ist auch online, falls ihr lieber auf Deutsch mitlesen möchtet. Questions in English are welcome, aber ich hoffe mal, dass es gar nicht so viele gibt. Kurz erstmal einen Überblick, was möchte ich euch heute erzählen. Erstmal möchte ich kurz was dazu sagen, was denn so meine Zielgruppe mit dem Talk ist. Dann will ich vorstellen, wie ich mir vorstelle, dass man Module suchen sollte und am besten auch findet. Und dann gibt es noch einen kurzen Exkurs dahin, wie man Module installieren kann und sie dann hoffentlich am Ende auch erfolgreich verwenden kann. Und falls ich dann noch viel Zeit übrig habe, können wir uns auch noch jede Menge Beispiele angucken und ihr könnt euch meine Meinung zu den verschiedenen Modulen anhören oder auch eure eigene Meinung dazu kundtun. Genau, wer ich bin, wisst ihr schon, Max Maischein, ich komme aus Frankfurt, arbeite da bei der DZ Bank und bin Data Scientist dem Titel nach. Immer wieder für ein Lacher gut. Das Leitmotiv ist so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein ganz optimistisches Leitmotiv ist mir nicht eingefallen. Erfahrung ist das, was man am dringendsten braucht, wenn man es am wenigsten hat. Das ist leider die traurige Wahrheit, auch wenn ihr damit konfrontiert werdet, für irgendein neues Themengebiet, von dem ihr keine Ahnung habt, eben ein Modul oder eine Lösung zu finden. Weil wenn ihr schon Erfahrung hättet mit dem Themengebiet, dann wäre ja auch die Lösung schon längst klar. Aber wenn ihr in der Situation seid, ein Modul aussuchen zu müssen, dann habt ihr wahrscheinlich eben noch gar keine Erfahrung überhaupt mit dem Themengebiet gesammelt. Als Zielgruppe für den Talk habe ich mir euch ausgedacht, oder zumindest eine Teilmenge von euch, hoffentlich eine große Teilmenge, nämlich einerseits Programmierer, die ein Modul benutzen möchten. Ihr wisst, wie man Perl programmiert, habt aber möglicherweise noch nie selber ein Modul installiert oder jemandem den Auftrag gegeben, ein Modul für euch zu installieren. Aber irgendjemand meint, ihr sollt jetzt ein Modul vorschlagen und dann natürlich auch verwenden, um irgendeine Lösung zu implementieren. Oder ihr seid Modulautoren und ich hoffe, dann könnt ihr auch ein bisschen was aus dem Vortrag mitnehmen, nämlich wie ihr euer Modul so platzieren oder ausrichten könnt, dass es für Nutzer eures Moduls interessant ist, dass sie euer Modul finden können und installieren können und natürlich dann letztendlich auch benutzen können. Genau, was werde ich nicht in dem Vortrag erzählen? Ich werde keine der festen Listen an Modulen diskutieren. Also Task Kensho ist so eine Liste von leidlich akzeptierten und für gut befundenen Modulen. Und dann gibt es noch eine weitere Liste, die CPAN 100. Sind, glaube ich, auch wiederum andere für gut befundene Module. Ich habe keine solche Liste und ich nehme auch an, dass die Liste einfach nicht sinnvoll ist, wenn ihr in ein weniger bevölkertes Themengebiet stolpert, dann ist da auf der Liste der allgemein guten Module wahrscheinlich einfach nichts dabei für euch. Ich werde auch versuchen, mich mit meiner Meinung über Module möglichst lange zurückzuhalten. Es ist letztlich eure Entscheidung und euer Job, ein Modul einzuwerten. Und nur weil das Modul jetzt für mich einfach nichts tut oder falsch ist oder einfach vom Konzept her eine Fehler
ein Fehler ist, dieses Modul an das überhaupt zu denken, heißt es ja noch lange nicht, dass das für euch nicht einfach passt und genau eure Problemsituation abdeckt. Ich habe versucht, da wo ich eigene Meinung zu sehr äußere, dieses rote Warnlämpchen-Emoji, was ich gefunden habe, einzusetzen, um das zu markieren. Genau, was ich eigentlich eben hauptsächlich machen will, ist so ein bisschen ja, Kriterien und Ansätze erläutern, wie man sich zwischen ein paar Modulen entscheiden kann, beziehungsweise überhaupt die interessanten Module aufstöbern kann. Ja. Genau, kommen wir zum Ergebnis. Leider ist CPAN gar nicht so wichtig, sondern die Kenntnis des Themengebiets ist einfach viel, viel wichtiger. Erst wenn man das Themengebiet verstanden hat, kann man sich auf CPAN auf die Suche machen und sinnvoll selber einwerten, ob jetzt oder welches der angebotenen Module denn was taugt und welches nicht. Ja, vielen Dank. Nein, das war es natürlich nicht, aber ja, leider ist es eben so, dass CPAN nicht ausreicht, um das Problem zu lösen. Das Problem ist, wir brauchen jetzt ganz dringend X, für welchen Wert von X auch immer, aber ihr habt von diesem X noch nichts gehört. X könnte zum Beispiel sein, wir brauchen ganz dringend Single Sign-On für unsere Webseite oder wir müssen jetzt XML machen, beziehungsweise wahrscheinlich wir müssen jetzt JSON machen heutzutage oder sonst irgendwas. Und wir verwenden doch Perl, da gibt es doch sicher was auf CPAN oder was gibt es denn da auf CPAN? Und ja, ihr seid jetzt in diese Situation geworfen, da eine Lösung zu produzieren. Die vier Schritte, die ich dafür sehe, um so eine Lösung zu finden und zumindest mit gutem Bauchgefühl einen Vorschlag zu machen, ist eben zuerst, eben, dass das Themengebiet sich zu erarbeiten, in dem Sinne, dass man zumindest einen Überblick hat. Dann die Module, die es gibt, eben irgendwie nach Kriterien einzuwerten. Die Module dann zu installieren und letztendlich hoffentlich auch zu verwenden. Ja, wie kommen wir an das Themengebiet ran? Für mich immer ganz wichtig ist es rauszufinden, wo denn eigentlich die Entwickler-Community von irgendeinem Themengebiet überhaupt interagiert, wo die sich austauschen, ob das jetzt eine Mailingliste ist, vielleicht ist es irgendeine Facebook-Gruppe oder keine Ahnung, vielleicht treffen die sich auch immer nur persönlich und veröffentlichen Protokolle alle Vierteljahr irgendwo oder so. Aber eben genau diese Archive sind aus meiner Sicht immer ein wichtiger Aspekt neben der offiziellen Homepage zu dem Thema, falls es da irgendeine offizielle Homepage überhaupt gibt, wenn es irgendein Standard ist, vielleicht die IEEE oder sowas. Ja, dann geht es eben darum, die existierenden Ansätze einzuwerten und eben vielleicht auch schon existierende Programme und deren Dokumentation sich anzugucken, wenn es denn schon existierende Programme für das Themengebiet gibt. Und natürlich auch die existierenden Bibliotheken, wenn es schon welche gibt, sich anzugucken. Wenn ihr Glück habt, findet ihr mehr als eine Alternative. Wenn ihr Pech habt, findet ihr mehr als zwei Alternativen, die ihr euch dann angucken müsst und einwerten müsst. Marc. Yeah, a little bit of a problem, which I maintain NilTools, which is really old. It's 1992 or so email implementation. And it's all the books and all the websites and all the examples. And no one should use it ever. So, and that's how would you solve that? How would you solve that? I don't want people to use it.
Ja, also Mark maintained noch eine uralte Perl-Bibliothek Mail-Tools von 92 oder 94, also wirklich sehr alt. Das Problem, was er hat, ist, dass die Mail-Tools eben noch in ganz alten Büchern und so auch referenziert werden, aber er möchte nicht, dass es mehr verwendet wird. Und er sagt, oben in die Dokumentation reinzuschreiben, dass man es nicht mehr benutzen soll, würde auch nichts helfen oder die Leute nicht genug abschrecken. Viel mehr kann ich da aber auch nicht anbieten. Die Leute, die es trotzdem benutzen, werden ihre Gründe dafür haben. Ja. Number of years since it has been deprecated. Yeah. Yeah. Include links to better tools. Die. Nein, nein. Genau. Aus dem Themengebiet ist für mich immer, oder bei einem Themengebiet ist für mich, sind für mich auch zwei Punkte wichtig, nämlich einmal gibt es irgendwelche Standard-Testfälle oder Standard-Beispiele, die in der Community irgendwie gängig sind, und auch wann hat sich an dem Themengebiet das letzte Mal was geändert? Ist es irgendwie ein total hyperaktives Themengebiet, keine Ahnung, JavaScript-Web-Frontends oder eher sowas wie E-Mail, was es jetzt schon länger gibt und wo sich schon lange nichts mehr tut. Eben bei den Lösungsansätzen im Themengebiet ist es für mich auch immer wichtig, möglichst viele davon zu kennen. Das klassische Beispiel Auto, ist es jetzt ein Automatikgetriebe oder eine Handgangschaltung, hat ja dann doch letztlich in der Benutzung unterschiedliche Auswirkungen. Genauso beim XML-Parsen eben gibt es zum Beispiel SAX-Parser und DOM-Parser, also ereignisbasierte Parser und Parser, die erstmal alles XML in den Speicher laden und dort den Baum neu aufbauen. Oder bei Datenbanken eben die dokumentenorientierten Datenbanken gegenüber den relationalen Datenbanken. Und ja, für euer neues Themengebiet gibt es da sicherlich auch verschiedene Ansätze. Oder wenn es nur den einen richtigen Ansatz gibt, ist das ja auch schon beruhigend. Aber solche grundsätzlich unterschiedlichen Ansätze sollte man auch versuchen zu finden, bevor man sich auf eine Sache einschießt, die dann auf Hälfte oder nach 80% der Strecke sich rausstellen, dass es der falsche Ansatz war. Ja, wenn man also dann das Themengebiet verstanden hat, geht es darum, Bibliotheken zu finden, vielleicht sogar schon Perl-Bibliotheken, aber andererseits auch eine Python- oder Java- oder Ruby-Bibliothek lässt sich entweder von Perl aus direkt benutzen oder aber umschreiben nach Perl. Deswegen, ja, würde ich erstmal das Themengebiet dann ohne Perl in Google reinschmeißen, um nach Bibliotheken zu suchen, und im zweiten Gang dann nochmal mit Perl reinschmeißen, in der Hoffnung, dass da irgendwelche Bibliotheksnamen genannt werden. Und vielleicht fallen mir ja beim Lesen der Seiten auch noch weitere Keywords auf, die ich auch nochmal benutzen könnte, in der Hoffnung, dass eben eine Bibliothek, die irgendetwas aus dem Themengebiet implementiert, auch diese Keywords irgendwo in der Dokumentation erwähnt. Und natürlich auch auf Stack Overflow mal gucken, ob es da Leute gibt, die dieselbe Frage stellen, die ich schon gestellt habe. Ja, dann kommt einfach der harte Teil. Soll ich das Modul X oder Y nehmen? Nein, das Modul Y oder Z, um X zu lösen. Oder
welcher Ansatz ist denn jetzt nun der richtige? Das ist die harte Frage. Und wenn ihr sie im Internet stellt, einfach irgendwo, dann kriegt ihr wahrscheinlich die Antwort, wieso sollte ein vernünftiger Mensch überhaupt X tun wollen? Das kann einfach kein vernünftiger Mensch sein. Auf Stack Overflow wird eure Frage wahrscheinlich direkt zugemacht, weil es zu sehr meinungsbasiert ist und nicht irgendwie als klare Antwort dass es zu sehr Richtung Diskussion geht und nicht eine richtige Antwort gibt. Und auf Perlmonks.org werdet ihr wahrscheinlich auch die Frage bekommen, was ist denn das eigentliche Problem, was ihr lösen wollt? Das heißt, ja, ihr müsst schon viel mit in eure Frage mitbringen, um irgendwie eine vernünftige Antwort von Leuten zu bekommen. Nicht nur, soll ich Bibliothek X oder Bibliothek Y nehmen, solange ihr nicht beschreibt, für welches Problem wird das keine vernünftige Antwort geben. Und wenn ihr auch nicht beschreibt, was ihr schon euch alles angeguckt habt, dann werdet ihr wahrscheinlich einfach nur einen Link zu irgendwelcher Dokumentation bekommen, die ihr schon gelesen habt. Und ja, wenn ihr euch irgendwelche Diskussionen im Internet dazu anschaut, hilft es auch, auf das Datum der Diskussion zu gucken. Nicht alles, was in 2001 und 2002 diskutiert wurde, ist heute noch tatsächlich aktuell. Aber wenn sich nichts Neueres zu dem Thema findet, dann ist es vielleicht immer noch so. Ja, also müsst ihr es letzten Endes dann selber einwerten, das Modul. Und ja, wie brauchbar ein Modul ist, ist natürlich schwer zu sagen, aber für mich gibt es schon so grobe Kriterien, wie sehr sich der Modulautor wahrscheinlich mit dem Thema beschäftigt hat. Zum Beispiel, wenn es eben Standard-Testfälle gibt im Themengebiet, zum Beispiel die OWASP-Test-Suite für Webanwendungen. Test-Suite ist nicht ganz richtig, das ist eine Checkliste. Was darf bei einer Webanwendung nicht passieren? Und wenn sich die oder Teile aus dieser Checkliste irgendwie in der Test-Suite wiederfinden oder die in der Dokumentation diskutiert werden, dann wäre das für mich schon mal ein positives Zeichen, dass sich der Autor des Moduls durchaus mit den Problemen des Themengebiets beschäftigt hat. Dann gibt es eben auch klassische Beispiele, die jeder in dem Themengebiet rituell macht. Bei JavaScript-Frameworks ist das die To-Do-Application, die man halt als standardisiertes Beispiel implementiert. Und wenn ich mir jetzt also zwei Implementationen angucke, dann kann ich schon so ein bisschen vergleichen, welche sieht denn da schöner aus. Das, was fürs Themengebiet gilt, gilt natürlich genauso für die Bibliothek. Wann hat sich am Themengebiet was zuletzt geändert? Und im Vergleich dazu, wann hat sich denn an dem Modul zuletzt was geändert? Wenn sich an dem Modul seit 2010 nichts mehr geändert hat, ist also entweder das Modul einfach fertig oder aber der Autor hat keine Lust mehr, sich darum zu kümmern. Je nachdem, wie es jetzt mit dem Themengebiet aussieht, ist das aber vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn sich der Autor nicht mehr so sehr drum kümmert. Zum Beispiel MIME-Lite ist ein Modul, was ich sehr gerne verwende zum Senden von E-Mail, auch wenn der Autor, so wie es der Marc probiert hat, bei seinem Mail-Modul auch schon oben reingeschrieben hat, nein, das Modul soll nicht mehr verwendet werden, es gibt andere. Aber E-Mail ist jetzt nicht so kompliziert, zumindest in meiner Verwendung. Nein, für meine Anwendung, nämlich einfache Text-E-Mails möglicherweise mit einer Datei als Attachment zu verschicken, reicht MIME-Lite immer noch sehr gut aus. Und deswegen
muss es nicht unbedingt schlecht sein, wenn ein Modul nicht mehr in der Wartung ist. Aber worauf man eben auch schauen sollte, damit man weiß, worauf man sich einlässt, wie viele Bugs haben sich denn im Bug-Tracker des Moduls aufgestaut oder wie reagiert denn der Modulautor auf Bug-Reports? Genau, ich habe schon ein bisschen was über die Moduldokumentation gesagt. Es gibt ein paar wichtige Sektionen in der Moduldokumentation, die man einfach kennen sollte, und idealerweise kennt ihr die eben nicht nur als Programmierer, sondern noch viel wichtiger, auch die Modulautoren kennen die und nutzen die. Die Perl-Dokumentation, ja, hat keine strikten Vorschriften und es gibt niemanden, der dein Modul von CPAN löscht, wenn irgendeine Sektion nicht erstellt wurde. Deswegen hoffe ich, dass möglichst viele Modulautoren auch solche Sektionen anlegen. Ja, die erste Sektion ist der Name. Name des Moduls. Ja, was sagt uns der Name? Der Name eines Moduls, ja, setzt es in eine Tradition von vielen anderen Modulen, die einen ähnlichen Namen tragen. Das, ja, weckt auf jeden Fall irgendwie Assoziationen, ob jetzt gute oder schlechte. Das hat der Modulautor hoffentlich sehr gut abgewogen. Aber ja, sind eben auch die Wünsche, so wie man als Elternteil irgendwie einen Namen an das Kind vergibt, vielleicht doch mit dem Wunsch, dass das Kind so werden soll, wie das, was man mit dem Namen assoziiert. So ist das auch mit Modulnamen. Ob der Name das Modul dann am Ende auch tatsächlich beschreibt, ist eine zweite Sache. Es gibt zum Beispiel die ECMI-Familie der Module. Das sind ja mehr Spaßmodule, die man nicht ernsthaft verwenden sollte. Es gibt durchaus Module, die ja als Spaß sich verselbstständigt haben, und die vielleicht doch einen gewissen Kern von Wahrheit in sich tragen. Aber ja, der ECMI-Namespace ist eher als Witz zu verstehen. Ein weiterer schwieriger Namensbestandteil ist Simple. Eigentlich hatte ich hier einen Teil, der auf Simple nur rumhackt, am Beispiel von XML-Simple, was überhaupt nicht verwendet werden sollte, weil es sehr, sehr am Anfang, oder nein, im ersten Versuch genau das tut, was man hofft, dass es tut, nämlich direkt eine XML-Datei einzulesen und als Perl-Datenstruktur zur Verfügung zu stellen. Aber es gibt dann nur sehr schlechte und sehr schwierige Wege, da rauszukommen, wenn man dann rausfindet, dass XML-Simple zu schlicht ist. Aber nicht alles, was simple heißt, ist so täuschend schlicht, weil LWP-Simple und Keyboard-Simple sind tatsächlich gute Module, die eben ja, ihr Themengebiet auf eine schlichte Art und Weise zugänglich machen. Die Familie von Tiny-Modulen ist ja Alternative zu Simple, beziehungsweise das sind kleinere Module, die auch nicht unbedingt immer den vollen Themenumfang abdecken, aber die Konvention ist bei Tiny-Modulen, dass auch sehr genau dokumentiert ist, was das Modul alles nicht kann, was einem eben auch bei der Auswahl helfen sollte, wenn man schon weiß, man braucht irgendein Feature und das Tiny-Modul sagt, aber dieses esoterische Feature implementiere ich nicht, dann ja, braucht man sich das Modul auch nicht so genau anzugucken. Die Abstract Section des Moduls, ja, ist einfach die einzeilige Beschreibung und hoffentlich erwähnt diese einzeilige Beschreibung auch schon das Themengebiet, für das das Modul zuständig ist. Und
beim ersten Ausprobieren für mich immer extrem wichtig, die Synopsis-Sektion. Das sind idealerweise die 5 Zeilen, die ich brauche, um ein Modul zu verwenden und die mir direkt zeigen, was das Modul macht. Hier mein Aufruf, schaut, dass die Synopsis keine Syntaxfehler enthält und dass man sie auch mit Copy und Paste möglichst als eigenes Programm direkt ausführen kann. Die letzte Sektion, die ich sehr wichtig finde beim ersten Angucken, ist See Also, in der der Autor hoffentlich alle Links, oder nicht alle Links, aber viele Links zu Webseiten untergebracht hat, die der Autor zumindest für das Themengebiet wichtig findet. Ja, ich habe schon den Bug-Tracker erwähnt. Auf CPAN ist er direkt verlinkt, auch auf Meta-CPAN. Und beide Webseiten zeigen auch an, wie viele offene Bugs da drin sind. Offene Bugs sind immer auf jeden Fall ein Indikator für mich. Wenn irgendwie 200 offene Bugs drin stehen, dann, naja, liegt zumindest die Vermutung nahe, dass der Autor keine Zeit hat, sich darum zu kümmern, um das Modul. Aber trotzdem gucke ich mir auch die hoffentlich guten Fehlerbeschreibungen an, weil was interessiert es mich, ob das Modul unter Windows nicht funktioniert, wenn ich nur unter Linux es einsetzen will. Wenn es natürlich unter Ubuntu dasselbe Problem gibt, habe ich nichts gewonnen. Aber ja, da muss man auch den einzelnen Fehlerreport sich ein bisschen angucken, um eben zu verstehen, welche Probleme haben denn die Leute mit diesem Modul. Genauso gucke ich mir auch gerne ein paar geschlossene Bugs an, eben um zu sehen, welche Lösungen haben die Leute gefunden oder waren Sachen, die die Leute als Bug reportet haben, vielleicht einfach Designentscheidungen des Autors und die ganze Sache ist Works as Designed. Ja, eben die Problemarten, die die Leute bei der Verwendung des Moduls treffen. Genau, dann gibt es noch so ein paar Abhängigkeiten wie eben die Lizenz. Die werden auch auf Meta-CPAN und CPAN direkt angezeigt. Idealerweise hat das Modul natürlich die Perl-Lizenz. Aber für manche Anwendungen kann eben auch GPL3 akzeptabel sein. Oder so, darüber sollte man sich kurz Gedanken machen. Und eben auch technische Abhängigkeiten, wie kann das Modul nur unter Windows eingesetzt werden oder braucht es einen C-Compiler zur Laufzeit oder will es während der Installation unbedingt Online-Zugang haben. Genau. Ein wichtiger Punkt ist noch die Interoperabilität, sofern sich denn das Modul dazu auslässt. Wie sehr muss ich mich auf dieses Modul oder eine Familie von Modulen des Autors einlassen? Kann ich nur dieses eine Modul verwenden oder erwartet das Modul gleich auch noch, dass meine gesamte Applikation auch noch 10 andere Module verwendet und nur dieses eine Modul zum Konfigurationseinlesen und sowas? Das sind meist Sachen, die man erst später rausfindet, wenn man weg davon will. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie klar man sowas vorher sehen kann, dass ein Modul gleich ein ganzes Ökosystem an anderen Modulen benötigt oder erwartet, dass man seine Anwendung komplett in dem Ökosystem schreibt. Gut. Wenn ihr euch jetzt also nach langer und reiflicher Überlegung für ein Modul entschlossen habt, geht es jetzt darum, das Modul zu installieren. Die einfachste Installation ist, wenn das Modul schon installiert ist. Wie könnt ihr herausfinden, ob ein Modul installiert ist? Mit perldoc-l und dann den Modulnamen. Das gibt eben einfach direkt aus, ob und wo das Modul schon installiert ist.
oder es sagt no documentation found for the module. Falls PaLDoc nicht installiert ist, wie glaube ich bei Red Hat, kann man auch mit Perl und dann minus M und dann den Modulnamen prüfen, ob das Modul installiert ist. Wenn es nicht installiert ist, dann meckert Perl, dass es das Modul eben nicht laden konnte. Oder wenn ihr einen netten Sysadmin habt und er das V-Modul installiert hat, dann kann man mit Perl minus MV und dann dem Modulnamen sich genauso auch den Pfad zum Modul und die Versionsnummer ausgeben lassen. Ja, für Modulautoren. Irgendwo im Internet habe ich gelesen, jeder zusätzliche Schritt, den man machen muss, halbiert die Installationszahl. Das heißt, idealerweise benötigt euer Modul, bevor man es verwenden kann, keine weiteren Schritte. Oder noch schöner, ihr stellt auch Betriebssystemspakete für euer Modul zur Verfügung und oder eine schöne beschriebene Anleitung, wie man Schritt für Schritt das Modul installieren kann, beziehungsweise eben die sonstigen Abhängigkeiten, die es auch noch braucht. Strawberry, Red Hat und ActiveState sind nicht Perl. Sind jeweils Perl-Distributionen, die auch jeweils eine andere Menge von Modulen mit sich rumschleppen. Und nicht alles, was ihr unter ActiveState Perl habt, werdet ihr unter Red Hat haben. Deswegen ist da mein Hinweis, führt genau Buch, welche Module ihr benötigt. Und auch wenn es bei eurem Strawberry Perl schon dabei ist, führt trotzdem noch Buch darüber, dass euer Programm irgendein bestimmtes Modul braucht, damit ihr es, wenn ihr dann doch umzieht auf Red Hat, ihr schnell die Liste bei Hand habt, welche Module ihr braucht. Ja, genau. Wie installiert man oder was muss man sonst noch wissen, um ein Modul zu installieren? Das hat der Autor hoffentlich in der Datei install und in der Datei readme aufgeschrieben, was man sonst noch braucht. Die werden auch auf der Webseite oder auf der CPAN-Webseite direkt verlinkt. Und genau. Was müsst ihr jetzt noch tun, um das Modul zu installieren? Wenn ihr einen Systemadministrator habt, redet erstmal mit dem. Vielleicht hat der schon eine Idee, wie Modulinstallationen auf seinem System ablaufen sollen. Auf jeden Fall würde ich den ersten Versuch auf irgendeiner virtuellen Maschine machen oder bei Google in der Google Cloud Konsole. Da habt ihr direkt eine VM, die man auch immer wieder zurücksetzen kann. Und da kann man das auf jeden Fall ganz schnell ausprobieren, auch ohne auf den Sysadmin zu warten. Und man kann trotzdem nichts kaputt machen. Du hast eine Frage, ja. Ich habe eine Frage, wäre da nicht Perl Brew genau richtig? Perl Brew erwähne ich hier nicht, aber was Ähnliches. Aber im Prinzip ist Perl Brew auch ein guter Ansatz. Genau, komme ich gleich nochmal zu. Genau, dann ja, sind wir immer noch nicht beim selber installieren, aber ja, mein erster Ansatz wäre, sich zu überlegen, wenn der Sysadmin nicht schon eine klare Linie vorgegeben hat, ob man das System Perl verwenden will oder eben ein eigenes Perl sich bauen will für die Anwendung. Beides hat Vor- und Nachteile. Das System Perl gehört zum System, wird also auch vom Systemhersteller mit Sicherheitspatches versorgt. Das kann gut sein, weil man automatisch irgendwie die ganzen Bibliotheken immer aktualisiert bekommt. Das kann aber auch schlecht sein, weil dann Apple irgendwelche XS-Module aktualisiert hat und auf einmal gar nichts mehr geht. Niemals das CPAN-Programm verwenden mit dem systemeigenen Perl. Das systemeigene Perl darf man nur oder sollte man nur durch den Systempaketmanager mit neuen Modulen versorgen.
Das heißt mit apt-get install oder mit ppm, je nachdem, was für ein Betriebssystem man hat. Das nächste oder der nächste Ansatz, und ich bin jetzt schon 2 Minuten über der Zeit, tut mir leid. Der nächste Ansatz ist, Local-Lib zu verwenden. Das ist eben immer noch mit dem Systemperl. Da werden dann die Module direkt in euer Home-Verzeichnis installiert. Das funktioniert mittlerweile auch sehr schön automatisch. Und dann könnt ihr auch das cPAN-Tool zusammen mit eurem Systemperl verwenden. Und genau, als Alternative dazu wäre auch noch Perl Brew zu erwähnen. Vielen Dank. Damit könnt ihr auch direkt ein privates Perl kompilieren und installieren, was eben dann auch nur für euren User oder den User, unter dem die Anwendung dann laufen soll, gilt. Genau, ein eigenes Perl kompilieren ist auch nicht so schwierig, aber das überspringe ich jetzt mal. Und genau, um das Modul dann zu benutzen, ist hoffentlich die Dokumentation auf cPAN ausreichend. Wenn nicht, verstecken sich auch gerne innerhalb der Distribution, also innerhalb des Tarballs, noch weitere Sachen, wo man Informationen findet. Vielleicht gibt es ein Verzeichnis Examples da drinnen. Die Tests von Modulen sind auch oft hilfreich, wenn es darum geht, wie man denn eine Funktion verwendet. Und im Zweifelsfall eben der Source Code des Moduls. Oder im allergrößten Notfall auf eine Konferenz kommen und den Modulautor ansprechen, wie man denn ein Problem lösen könnte. Und das war's. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Applaus